In diesem Video geht es um den Vergleich von Sternschaltung zu Dreieckschaltung. Und wenn wir jetzt Drehstromschaltung haben, dann gibt es ja eben genau die beiden Varianten. Einmal hier die Sternschaltung und hier die Dreieckschaltung. Und jetzt seht ihr, dass wir dann hier die drei Phasen L1, L2, L3 haben. Haben wir immer halt beim Drehstrom. Auch hier, und der Unterschied ist jetzt nur, dass jetzt hier die Widerstände oder halt in anderen Fällen auch Impedanzen jetzt halt verschieden angeordnet sind. Und das hat dann auch einen Einfluss darauf, welche Ströme, welche Spannung und welche Leistung wir haben. Deswegen die Unterschiede will ich jetzt mal hier nach und nach erklären. Jetzt erstmal hier angefangen. Wir haben jetzt mal hier in diesem Beispiel drei gleich große Widerstände, R1, R2, R3, alle drei gleich 50 Ohm. Das heißt, wir haben jetzt hier speziell eine symmetrische Schaltung, auch hier alle Widerstände gleich 50 Ohm. Und dann jetzt mal nachher erklärt, jetzt haben wir hier erstmal die drei Spannungen U1, U2, U3 von den drei Phasen, L1, L2, L3. Und dann haben wir jetzt hier einen Auslöserstrom. Und ich habe es jetzt hier nicht eingezeichnet, aber wir haben jetzt hier an den Phasen überall erstmal Auslassströme. Und dann nennt man jetzt den Strom, der jetzt durch die Widerstände fließt. Das sind jetzt die Strangströme. Also hier eingezeichnet I-Strang. Und jetzt sehen wir hier speziell, logisch, dass jetzt I-Ausleiter auch gleich I-Strang ist. Klar, der Strom, der Auslassstrom fließt von hier, dann hier rüber durch den Widerstand. Deswegen hier bei der Sternschaltung ist jetzt, können wir schon mal sagen, I-Strang gleich in Ausleiter. Sehen wir dann gleich noch weiter mit den Formeln. Dann zu den Spannungen. Wir haben jetzt hier die Spannung, die genau am Widerstand anliegt. Das ist jetzt die Strangspannung. Und dann gibt es auch noch die Ausleiterspannung. Das ist jetzt genau die Spannung zwischen zwei Phasen. Also zum Beispiel hier zwischen L1 und L2. Oder wir können auch eine Ausleiterspannung von L2 zu L3 betrachten. Und die sind jetzt nicht mehr gleich groß. Und zwar ist jetzt die Strangspannung genau hier die Spannung, die anliegt. Also dann gleich U1, gleich U2, gleich U3. Also gleich 32 Volt. Jetzt betrachten wir nur die Betragswerte. Eigentlich haben wir noch beim Drehstrom jetzt mal noch Phasenverschiebung bei den Spannungen von 120 Grad. Aber Betragswert nur 230 Volt. Und die Ausleiterspannung, die ist jetzt Wurzel 3 mal 32 Volt. Also gleich 400 Volt. Und deswegen hier 400 Volt. Warum das so ist, kann ich gleich noch kurz anreißen. Aber das erstmal schon mal vorab. Und dann jetzt zu den Strömen. Wie gesagt, Strangstrom und Ausleiterstrom sind gleich groß. Und dann ist jetzt hier der Strangstrom, man kennt es vom Ohmschen Gesetz, gleich U durch R. Also U-Strang durch R1 wird dann 32 Volt durch, wir stellen sind alle 50 Ohm, also dann hier berechnet, kommen raus 4,6 Ampere. Und dann, wenn wir jetzt die Leistung betrachten, da ist jetzt logischerweise die Formel P gleich 3 mal die Leistung, die jetzt hier an den Widerständen dann entnommen wird. Weil klar, wir haben drei Widerstände, drei Leistungen. Und die Leistung berechnen wir ja über die Formel U mal I. Und jetzt betrachten wir mal hier die Ströme und Spannung an den Widerständen. Jetzt am Widerstand liegt ja genau der Strangstrom an, also es fließt ein Strangstrom durch. Und die Strangspannung liegt an. Heißt, die Formel ist jetzt 3 mal U-Strang mal I-Strang. Und dann Formeln ist dann 3 mal U-Strang ist 32 Volt mal I-Strang, haben wir berechnet, ist 4,6 Ampere, erhalten wir jetzt eine Leistung von 3174 Watt. Und das wird dann eben hier die insgesamte Leistung bei der Sternschaltung, jetzt für dieses Beispiel. Und das ist so die einfachste Formel. Es gibt auch noch die Formel, solltet ihr mal gesehen haben, jetzt gleich Wurzel 3 mal U-Ausleiter mal U-I-Ausleiter. Kommt letztendlich derselbe Wert raus, weil wir sehen, statt 3 mal haben wir jetzt Wurzel 3 mal, aber dafür für U-Ausleiter haben wir dann hier gesehen, U-Ausleiter ist Wurzel 3 mal U-Strang. Heißt, wenn dann hier stehen Wurzel 3 mal Wurzel 3 mal 32 Volt mal 4,6 Ampere, also kommt das gleich raus. Nur eine andere Formel, deswegen das sind die beiden Formeln, die Formel gibt es und die Formel gibt es. Also jetzt hier haben wir speziell eine symmetrische Sternschaltung, deswegen gibt es jetzt hier keinen Ausleiterstrom über den Neutralleiter, weil hier habe ich noch die Neutralleiter eingezeichnet, gibt es keinen Ausleiterstrom. Dagegen, wenn wir zum Beispiel eine unsymmetrische Schaltung hätten, zum Beispiel wenn wir jetzt hier Widerstände 1 gleich 50 Ohm, hier 70 Ohm, hier 80 Ohm zum Beispiel hätten, dann wird das eine unsymmetrische Sternschaltung und dann gäbe es jetzt noch hier Ausleiterstrom. Aber das ist halt das Thema unsymmetrische Sternschaltung, symmetrische und unsymmetrische Sternschaltung, habe ich im extra Videos behandelt, deswegen hier nicht genauer. Dann jetzt eben zur Dreieckschaltung und ähnlicher Aufbau, drei Phasen, L1, L2, L3. Auch hier haben wir erstmal wieder Ausleiterströme durch die Leiter. Und dann sehen wir aber hier, dass jetzt die Widerstände hier jetzt anders angeordnet sind. Und dann, wenn wir jetzt mal hier
die Strömung und Spannung betrachten, dann sehen wir, dass jetzt hier, erstmal angefangen mit der Strangspannung, die Strangspannung ist ja ähnlich wie hier, genau die Spannung, die jetzt hier am Wirschen anliegt, also hier wäre das die Spannung hier an der 1. Und hier sehen wir, dass jetzt die Strangspannung jetzt genau der Auslöserspannung entspricht. Denn die Spannung ist jetzt genau zwischen den Knoten, zwischen diesem Knoten und diesem Knoten. Und wir sehen, dieser Knoten liegt jetzt genau an L1, dieser Knoten genau an L2. Also genau das Prinzip, was wir hier gesehen haben, Auslöserspannung ist ja zwischen L1 und L2. Deswegen hier wäre U-Strang gleich U-Ausleiter gleich 400 Volt. Haben wir gesehen, U-Ausleiter ist gleich 400 Volt und eben nicht hier die 230 Volt, die hier direkt anliegen. Deswegen das ist schon mal der erste Unterschied. Die Spannung am Widerstand ist jetzt hier 400 Volt. Und dann, wenn wir uns mal die Ströme angucken, dann gilt jetzt I-Strang, hier der Strom, der jetzt hier durchfließt, gleich, wenigstens im Prinzip wieder, U-Strang, Spannung, die anliegt, durch R. Also dann hier 400 Volt durch 50 Ohm, ergibt dann 8 Ampere, also dann schon mal größer als dieser Strangstrom. Und der Ausleiterstrom, der ist jetzt nochmal größer, weil, ihr müsst euch vorstellen, im Unterschied zu hier, da war es ja so, dass der Ausleiterstrom, klar, der fließt von hier nach hier, also klar, gleicher Strom. Hier dagegen fließt der Ausleiterstrom und dann teilt er sich ja hier noch auf. Also ein Teil fließt hier durch, ein Teil fließt hier durch. Auf jeden Fall haben wir dann jetzt hier einen größeren Ausleiterstrom und zwar um Wurzel 3 größer. Deswegen ist U Ausleiter gleich Wurzel 3 mal I-Strang, also dann sogar 13,8 Ampere. Und da seht ihr dann, dass jetzt der Ausleiterstrom jetzt sogar um 3 mal größer ist als der Ausleiterstrom bei der Sternschaltung. Deswegen, das ist eine wichtige Sache und das hat dann auch einen Einfluss auf die Leistung. Und zwar wieder gleiche Leistungsformel, P ist gleich 3 mal U-Strang mal I-Strang, genauso wie die hier von hier. Und dann wird das 3 mal U-Strang 400 Volt mal I-Strang, auch I-Strang ist größer, 8 Ampere im Vergleich zu 4,6 Ampere, kommt dann hier 9600 Watt raus. Und die Leistung ist jetzt dreimal so groß wie hier, jetzt vielleicht ganz, weil ich habe mit Rundungswerten gerechnet, weil man muss zum Beispiel sagen, theoretisch streng genommen ist jetzt die Spannung nicht 400 Volt, sondern ungefähr 398 Volt, weil Wurzel 3 mal 32 ist nicht ganz 400 Volt. Deswegen manchmal gibt es so kleine Abweichungen, aber eigentlich haben wir dreimal so groß Leistung. Deswegen das ganz wichtig, das ist auch das Wichtigste, was ihr euch merken müsst. Bei der Dreieckschaltung haben wir jetzt eine dreimal so große Leistung wie bei der Sternschaltung. Ganz wichtig, das haben wir dann auch hier berechnet und man kann es auch mit dieser Formel sehen. Zum Beispiel, wir können auch wieder, wie hier, die Formel Wurzel 3 mal U Ausleiter mal I Ausleiter nehmen. Und dann würden wir sehen, Wurzel 3 mal und dann U Ausleiter wäre genauso wie hier 400 Volt, aber I Ausleiter wäre jetzt sogar 3 mal so groß wie I Ausleiter hier. Heißt, auch da hätten wir dann letztendlich die gleiche Leistung, auch wieder dann 3 mal so groß wie hier. Das jetzt erstmal zu den Grundlagen, jetzt vielleicht noch kurz zum Schluss. Gerade habe ich ja schon gesagt, hier die Spannung von 400 Volt ist Wurzel 3 mal so groß wie 32 Volt. Kann ich kurz mal, wo Platz ist, hier mal hinzeichnen. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, dass jetzt hier beim Drehstrom immer U1 in der komplexen Ebene dargestellt so ein Zeiger ist. Dann, ich kann mal die Achsen noch hinschreiben, das wäre eben hier reelle Achse, das die imaginäre Achse. Und dann wäre U1 ein Zeiger auf der reellen Achse. Dann wäre das jetzt hier zum Beispiel U2 mit einem Winkel von minus 120 Grad und das U3 mit einem Winkel von plus 120 Grad, also hier U2, U3. Und dann können wir jetzt sagen, dass U1,2, also die Ausleitspannung, wäre dann UL1, L2, wäre dann genau zwischen U1 und U2, wäre jetzt so ein Zeiger, ja, ein bisschen geschmiert jetzt, und dieser Zeiger wäre zum Beispiel um Wurzel 3 mal länger als die Zeiger hier. Deswegen, da könnte man es auch noch sehen, aber genauer habe ich es im extra Video behandelt. Das jetzt dazu, jetzt verlinke ich hier noch ein ähnliches Video und ich verlinke noch hier meinen Chemie-Mat-Kanal. Da mache ich auch noch Lernvideos, falls ihr Interesse habt, könnt ihr dort gleich vorbeischauen. Und das war es dann damit zu diesem Video.